Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dark Souls 3 mit Martin im Rage-Modus. So, beim letzten Mal haben wir wunderbar den Jorm, den Riesen, getötet. Den letzten Aschefürsten, soweit ich weiß. Oder den vorletzten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir wurden auf wundersame Weise in die altehrwürdige Kathedrale hier zurückgeteleportiert. Und jetzt ist hier eine Dame auf dem Boden, mit der man sprechen kann. Sobald wir dies tun, gehen hier ganz kuriose Dinge los. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Passt auf. Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be. Ja, wir haben jetzt das Becken der Gelübde erhalten. Das stellen wir dort ab. Okay. Mal wieder in einer epischen Cutscene. Was haben wir denn da für eine Schlangentänzerin? Nice. Also die gute arme Tänzerin des Nordwindsaals haben wir hier. Das gefällt mir nicht. Alter. Das kennen wir schon. Das hat sie gerade auch schon gemacht. Schnell in Deckung. Nein, ich will da weg. Meine Güte, ist das ein epischer Boss. Thank you.
Mit dem Pfeil abgeschossen. Ja, Freunde, die Tänzerin des Nordwindtals war das. Ist das eine sexy Braut gewesen? Und wieder 60.000 Seelen. Ja, ich würde sagen, wir zünden das Feuerchen hier mal an. Bumm. Und machen daraus eine super kurze Folge heute. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, geil. Guck mal. Also, wir haben ja auf jeden Fall die schicke Dame besiegt. Das ging ja schneller als erwartet. Sehr, sehr geil. Meine Güte, episch. Und ja, wir gucken uns jetzt noch an, wo es hier weitergeht. Guck mal. Bloody, bloody hell. Geil. Jetzt haben wir einmal wieder Schönes freigeschaltet hier. Und zwar geht's hier weiter. Jawohl. Ja, Freunde, ich würde sagen, die Tage geht's in die Richtung weiter. Ich verabschiede mich. Lasst uns ein kleines Däumchen nach oben da, wenn ihr Spaß hattet an der Folge. Und ja, beim nächsten Mal erkunden wir, was denn dort hinter der Treppe auf uns wartet. Leiter, besser gesagt, ist ja keine Treppe. Ne? Ich meine, ich hätte auch hier an der Seite hochgehen können, aber nein, es muss erst die Treppe freigeschaltet werden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns doch ein kleines Däumchen nach oben da, da sind wir immer sehr dankbar drüber. Ich bin euer Martin, wir sind die Red Rage Gaming Crew und ich sag schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.